Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um die Aufteilung meines Hauptkanals in verschiedene Unterkanäle. Nachfolgend möchte ich vor allem auf meine ersten Ideen sowie die finale Umsetzung eingehen. Hier seht ihr nun einmal den Überblick der Inhalte auf diesem Kanal in einem Zeitraum von 8 Monaten. Vor allem mit Drakensang Online, welches ich nun zukünftig nicht mehr spielen werde, entfällt ein großer Teil der Videoinhalte. Es ist einfach Vergangenheit dieses Channels geworden und die bereits vorhandenen Videos werden natürlich erhalten bleiben. Wie ihr sehen könnt, gibt es grob gesagt folgende Spielekategorien: Shooter, RPG und Strategiespiele. Nachfolgend habe ich genau die eben erwähnte Einteilung für die geplanten Projekte der Zukunft vorgenommen. Wie ihr sehen könnt, werden Rollenspiele einen sehr großen Anteil an den zukünftigen Projekten besitzen. Ich plane, die Rollenspiele der Reihe nach zu spielen und habe bereits Wissen 1 komplett aufgenommen sowie fast vollständig gerendert. Des Weiteren sind zwei Shooter in Form von Apex Legends und Overwatch zu erwähnen. Als Strategiespiele haben wir vor allem Northgard, Age of Empires 3 und Age of Empires 2. The Forest ist nur eine Planung eines gemeinsamen Durchspielens zusammen mit einem Team. In Minecraft plane ich vor allem in Bezug auf Gothic ein Bauprojekt der Karte, aber dazu später mehr Informationen. For Honor wird ebenfalls in zwei Teilen auftreten, Einzelspieler und Mehrspieler. Northgard und Age of Empires bieten ebenso einen Kampagnenmodus, in welchem ich gern mit euch die Geschichten entdecken werde. Nach ewigem Warten der jahrelangen Entwicklung ist nun Mount & Blade 2 Bannerlord als Early Access für Steam verfügbar, welches ich bereits gekauft habe. Tomb Raider Spiele sind eher kleine, aber dennoch epische Abenteuerprojekte. Jeweils gelb markiert sind besondere Kategorien. Als erstes haben wir die IT-Videos Kategorie, welche ich ebenfalls plane, mit mindestens 2 Videos pro Monat voranzutreiben. Dort werden entsprechend Themen der Informatik mit Hardware, Software und Programmierung allgemein behandelt. Nähere Informationen dazu folgen in einem Extra-Video. Die zweite der gelb markierten Kategorien bezieht sich auf das Universum von Gothic 1 bis 3, welches durch Piranha Bytes geschaffen wurde. Dazu werde ich Videos anfertigen, welche sich detailliert mit dieser Materie befassen und sie thematisieren. Inspiration dazu habe ich durch diverse YouTube-Kanäle gefunden, welche sich mit den Themen wie Herr der Ringe, Star Wars, Marvel oder Harry Potter beschäftigen. Wie ihr hier nun sehen könnt, nehmen die Spiele von Piranha Bytes einen wesentlichen Teil der Kategorie Rollenspiele ein. Dies hat für mich zur Folge, dass ich mich entschlossen habe, diese von meinem Hauptkanal zu extrahieren. Vor allem, da jedes Spiel von Piranha Bytes in vielen Varianten spielbar ist. Zuallererst sind es meist 3 Hauptgilden, welche sich ebenso drastisch voneinander unterscheiden und somit daraus unterschiedliche Spielweisen resultieren. Zusätzlich dazu spiele ich jedes der Spiele, vor allem auf Gothic bezogen, erst einmal in der Originalgrafik, um anschließend Versionen mit modifizierter, modernerer Grafik zu bestaunen. Weiterhin hat zum Beispiel Gothic 2 ein Add-on, weswegen ich dieses Spiel ebenfalls nochmal ohne Add-on spielen möchte, damit ihr den Unterschied der Neuerungen bemerkt. Es wurden nicht nur neue Inhalte hinzugefügt, sondern es ändert sich ebenfalls das Balancing aller Gegenstände im Spiel. Zusätzlich dazu hat die Community einen sehr starken Willen, das Spiel zu modifizieren, sodass es zahlreiche Mods gibt, von denen manche an die 200 Spielstunden besitzen. Ihr seht schon, allein mit 3 Gilden und den 2 Grafikvarianten sind es 5 Playlists pro Spiel, sodass eine Auslagerung dieser ganzen Inhalte auf einen Extra-Kanal Sinn macht. Nachfolgend könnte man sehr radikal an die Sache herangehen und alle Kategorien separiert in einen Trichter werfen. Am Ende würden alle diese unterschiedlichen Kategorien gebündelt die Inhalte von mir darstellen. Somit würde man die Rollenspiele, Shooter und Strategiespiele in je eine Kategorie packen. Zusätzlich dazu würde sich für das Universum von Gothic ein extra Kanal ergeben, genauso wie für etwaige Highlights, welche durch alle Inhalte produziert und an einem Ort gebündelt würden. Die IT-spezifischen Themen würden somit auch ihren eigenen Kanal erhalten.
Alle anderen Themen landen dann auf dem Hauptkanal. Aber dies ist zu übertrieben und der Aufwand der Verwaltung sowie Planung wäre immens. Somit habe ich mich dafür entschieden, alle Spiele von Piranha Bytes auf einem Kanal mit dem Namen Zardas Favorite RPGs zu bündeln. Weiterhin gibt es alles Wissen zum Gothic-Universum auf meinem neuen Kanal Zardas Almanach, welcher angelehnt ist an den Gothic-Almanach der Community. Zardas IT wird alle IT-spezifischen Informatikthemen bündeln. Dort geht es vor allem um Software-Design, Programmierung sowie Hard- und Software-Themen. Schlussendlich landen die Themen Strategie, Shooter und Abenteuer auf meinem Hauptkanal. Die Highlights werden immer auf meinem Hauptkanal gezeigt, sowie für alle Piranha-Bytes-Spiele auf dem Kanal Zardas Favorite RPGs. Natürlich werde ich immer mal wieder auf meine Nebenkanäle aufmerksam machen. Schlussendlich sind aus 6 neuen Kanälen nun 3 geworden, was deutlich überschaubarer ist. Hier seht ihr nun nochmal nachfolgend einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kanäle. Wir werden diese nun von links nach rechts einzeln durchsprechen. Kanal Nummer 1 ist Zardas Almanach. Dieser beinhaltet das komplette Wissen über das Gothic-Universum. Weiterhin wird es unterschiedliche Wissensvideos zu nahezu allen spezifischen Spielethemen geben. Aufbereitetes Wissen mit stichhaltigen Erklärungen bilden dabei ein solides Gerüst. Kanal Nummer 2 ist Zardas IT. Dieser beinhaltet Informatik- und technologiebezogene Themen. Weiterhin beinhaltet dieser Programmieranleitungen. Es wird selbst angefertigte und zur Verfügung gestellte Materialien geben. Kanal Nummer 3 ist Zardas LP, welchen ihr natürlich schon kennt. Aber was ändert sich für diesen? Er beinhaltet die übrigen Inhalte, welche nicht durch die anderen Kanäle abgedeckt werden. Inhalte sind zum Beispiel Shooter, Strategie, Abenteuerspiele und natürlich alle Rollenspiele, die nicht von Piranha Bytes sind. Der vierte Kanal ist Zardas Favorite RPGs. Dieser enthält alle Spiele von Piranha Bytes, welche aktuell Gothic 1 bis 3, Wissen 1 bis 3 und Elex wären. Es wird ein mehrfaches Durchspielen der Titel sowie Highlights in einer Playlist geben. Zusätzlich dazu werden Speedruns durchgeführt. Nun thematisiere ich noch das Umzugsthema für den Zardas Favorite RPGs Kanal. Umgezogen werden müssen folgende Elemente: 4 Let's Plays, und zwar jeweils die von Gothic 1 bis 3, einmal sowie das Let's Play zu Elex. Bei den Livestreams gibt es aktuell einen zu Gothic 1 sowie einen zu Elex. Des Weiteren sind noch 2 Speedruns von Gothic 1 zu erwähnen. Ich habe bereits begonnen, die Videos von Gothic 1, 2 und 3 zu downloaden. Diese werden anschließend neu gerendert, womit wir beim nächsten Thema wären. Ihr seht hier nun 2 Bilder, auf welchen jeweils der Bereich Codex markiert ist. Die Codierung eines Videos variiert aktuell mit der Auflösung. Der VP09 Codec ist wesentlich schärfer bei schnellen Bewegungen in Spielen als der AVC-164 Codec. Deswegen werden alle genannten Elemente von ihrer ursprünglichen Auflösung auf QHD hochgerendert. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits fleißig damit begonnen. Gothic 1 ist schon komplett neu gerendert worden und ebenfalls schon geuploadet. Es waren 33 Folgen. Bei Gothic 2 sprechen wir von 93 Folgen und Gothic 3 sind 103 Folgen. Insgesamt schätze ich, müssen an die 1 Terabyte an Daten hochgeladen werden. Anschließend folgt noch die Mammutaufgabe der erneuten Zuweisung von Titel, Thumbnail, Beschreibung und so weiter. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, wartet weitere Videos zu den Themen ab. Es werden Ankündigungen und detailliertere Informationen zu den einzelnen neuen Kanälen sowie Projekten folgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und damit verabschiede ich mich von euch. Haut rein, euer Zardas.